Ja, mein Name ist Teike Gärtner. Ich habe eine einseitige Stimmbandlähmung und vor meiner Operation war meine Stimme tief rau. Ich hatte Schwierigkeiten zu sprechen. Es war sehr anstrengend für mich. Können Sie uns vormachen nochmal, wie Ihre Stimme ungefähr vorher geklungen hat? Also ganz tief. Und behaucht? Ja, und ich konnte auch nur ganz leise sprechen. Also die Stimme war sehr maskulin. Und was eben auch immer sehr schwierig war, dass ich die Betonung ja nicht so richtig steuern konnte und dass dann, was ich gesagt habe, natürlich eine ganz andere Bedeutung bekommen hat. Die Körpersprache hat mit der Stimme nicht übereingestimmt und das funktioniert jetzt wieder. Ja, und jetzt nach der Operation kann ich ohne Stimmverstärker arbeiten, ich kann die Lautstärke regulieren, ich kann die Tonhöhe regulieren. Mir stehen mehr Töne zur Verfügung und ich bin einfach nur glücklich. Wie schnell nach der Operation haben Sie wieder Stimme gehabt? Das hat doch eine ganze Zeit gedauert, also insgesamt 8 Wochen. Die Stimme ist zwar danach schon da gewesen, aber bis ich die Muskulatur und die Atmung richtig einsetzen konnte, das hat doch eine ganze Zeit gedauert. Haben Sie dazu Logopädie Ja. gebraucht? Ja, haben Logopädie gemacht. Ja. Und Sie sind in Vollnarkose oder in lokaler Betäubung operiert In worden? In Vollnarkose. Vollnarkose. Und wie sind Sie auf uns gekommen? Wie haben Sie das Medical Voice Center gefunden? Ja, zum einen war ich in Bad Rappenau zur Reha und da bin ich darauf aufmerksam gemacht worden. Die haben gesagt, dass es die Stimmlippenunterfütterung gibt und dass Dr. Hess das in Hamburg durchführt. Und zum anderen durch meine Hals-Nasen-Ohrenärztin.